Frisches Wasser im Überfluss und das mitten in der kalifornischen Wüste. Ein Paradox im Coachella-Tal, einer der heißesten und trockensten Regionen in dem US-Bundesstaat. Ein ausgeklügeltes Leitungssystem macht es möglich. Wir füllen damit das Grundwasser auf, damit wir genug Wasser für unsere Bewohner haben. Diese Becken versorgen das ganze Tal und vor allen Dingen Palm Springs. Trotz einer jährlichen Durchschnittstemperatur von 31 Grad Celsius grünt es in der Stadt an allen Ecken und Springbrunnen spenden angenehme Kühle. Eine schnell wachsende Oase, die seit 1973 durch eine Ableitung des Colorado-Flusses gespeist wird. Es gibt eine Pipeline durch die Berge in diesen Canyon. Wir können den Abfluss dort öffnen und dann fließt das Wasser hierher. Aber der Colorado droht wegen Übernutzung auszutrocknen. In Palm Springs liegt der durchschnittliche Wasserverbrauch bei 1300 Litern pro Tag und Einwohner. Zweimal so viel wie in den restlichen USA und zehnmal so viel wie in Deutschland. Diese Parklandschaften ergeben in unserem Klima keinen Sinn. Wir leben hier in Wüsten oder mediterranen Zonen und trotzdem gibt es Rasen, Golfplätze und andere Flächen, die viel Wasser brauchen. Die Stadt kann auch noch auf große unterirdische Reservoirs zurückgreifen. 50.000 Milliarden Liter sollen es sein. Die Verwaltung beruft sich zudem auf Sparmaßnahmen. Bewässert wird etwa mit dem Abwasser der Haushalte. Auch 16 der insgesamt 130 Golfplätze greifen darauf zurück. Es ist immer weniger Wasser verfügbar. Billiger wird es auch nicht, sondern teurer. Also ist es umwelttechnisch einfach sinnvoll, das Wasser zu recyceln. Im vergangenen Jahr ging rund ein Sechstel des gesamten Trinkwasserverbrauchs in Palm Springs an die Bewässerung der Golfplätze. Die Frage stellt sich, wie lange sich die USA in Zeiten schwindender Ressourcen noch den Luxus leisten wollen, größter Wasserverbraucher der Welt zu sein.